Moin, hier ist Philipp der Musikmatrose. Wir beschäftigen uns jetzt mit einer längeren Reihe über das Thema endlich Akkorde blind wechseln können. Das heißt, ich kann einen Akkord greifen, ohne hinzugucken und kann ihn auch wechseln, ohne irgendwas, ohne dabei auf meine Greifhand, in meinem Fall auf meine linke Hand zu schauen. Also die Ausgangssituation ist, manche von uns müssen einfach ständig beim Gitarre spielen auf die linke Hand gucken und es bringt so verschiedene Probleme und Nachteile mit sich, auf die ich gleich nochmal eingehen möchte. Es gibt eigentlich immer so drei, für mich immer so drei Typen. Ich muss auf meine Hand gucken, okay, weil ich kann die Akkorde noch nicht so richtig. Gut, da sage ich gleich nochmal was dazu. Und der zweite Punkt, ich muss nicht, aber ich will immer auf meine Hand gucken, obwohl ich eigentlich die Akkorde schon kann. Oder der dritte Punkt, ich versuche immer auf meine Hand zu gucken, aber es klappt aus verschiedenen Gründen nicht. Okay, kommen wir zu dem ersten Punkt. Also ich muss immer auf meine Hand gucken, weil die Akkorde noch nicht so richtig laufen. Okay, Akkorde kann man lernen und dazu habe ich auch in dem nächsten Tutorial noch eine ganze Menge Tipps parat. Aber warum ist das ein Problem? Welche Nachteile ergibt das? Warum sollte ich das lernen? Berechtigte Frage. Zum Beispiel, ganz häufiger Punkt, man spielt irgendwie nach Noten, stellt sich die Notenständer so hin, hat hier irgendwie so sein Leadsheet oder so und dann guckt man hier hin und dann guckt man da hin und dann guckt man hier, da. Und dann ist es irgendwann vorprogrammiert, dass man bei diesem ganzen Hin- und Hergucken da aus der Zeile fliegt oder bei dem Akkord dann doch irgendwie was nicht richtig gesehen hat. Und ja, es ist auf jeden Fall, man spielt schlechter damit, sage ich mal. Ein anderer Punkt ist, wenn ich fortgeschritten bin und ich mache später etwas anspruchsvollere Schlagtechniken oder irgendwas mit Zupfen oder so, und das ist eine ganz neue Spieltechnik, dann bin ich ganz sicherlich gezwungen, hier auf meine rechte Hand zu schauen und ich kann nicht mehr dahin gucken. Aber wenn ich immer noch dahin gucken muss und ich habe aber zwei Sachen, auf die ich achten muss, dann gibt es einen riesen Konflikt und es wird ganz sicher in die Hose gehen und der Frust, was Neues zu lernen, dass das nicht klappt, weil das Alte noch nicht sitzt, der kann ganz schön groß werden und das muss eigentlich nicht sein. Ein anderer Punkt ist, zum Beispiel die Situation, ich mache mit anderen Leuten zusammen Musik, also sei es irgendwie auf der Bühne, muss noch nicht mal auf der Bühne sein, Quatsch. Einfach so, irgendwie zu Hause. Man trifft sich mit zwei, drei anderen Gitarristen, schmettert ein paar Lieder und so. Okay, und dann bin ich jetzt dabei und bin hier so in meiner Kauerstellung und muss die ganze Zeit schauen, wie meine Akkorde gehen. Und was um mich herum passiert, keine Ahnung, kriege ich nicht mit. Ne? Und es ist eigentlich, ist eine ganz doofe Situation, die man wirklich nicht braucht. Und der letzte Punkt, das hast du aber wahrscheinlich jetzt eh schon gesehen, also wenn ich da immer so sitze, sieht einfach nicht so gut aus. Die zweite häufige Situation, man will immer auf seine Hand gucken, obwohl man eigentlich die Akkorde schon kann. Und das kommt tatsächlich oft vor. Die Nachteile sind bekannt, die habe ich ja eben schon genannt. Also warum macht man das? Warum, wenn das dir zum Beispiel so passiert, warum machst du das? Könnte es vielleicht sein, dass du da noch nie drüber nachgedacht hast und es dir dann einfach angewöhnt hast, also immer irgendwie auf die linke Hand zu schauen? Mal nachdenken oder mal überlegen. Das kann man ja auf jeden Fall mit ein paar Tricks auch wieder wegkriegen. Oder ist es vielleicht so, dass du sagst, nein, ich muss gar nicht hingucken, weil, also nicht immer jedenfalls, ich muss nur bei manchen Akkorden, ja, okay, ja, von G nach C, ja, okay, kriege ich nicht hin. Ganz ehrlich, das ist so ein bisschen die Ausrede, kann ich nicht so ganz durchgehen lassen, weil das ist so ungefähr, als wenn ich sage, ja, also mit der Badehose kann ich jetzt heute nicht schwimmen, aber mit der anderen könnte ich es. Ne? Also das sind, wir reden hier über Lagerfeuer-Gitarrenakkorde und die kann jeder. Und genau, deswegen, das ist eine faule Ausrede, sage ich jetzt einfach mal. Dann gibt es aber trotzdem noch eine Spezies, die sagt, okay, ich kann wirklich alles,
Ich muss eigentlich nicht hingucken, aber ich kann nicht weggucken. Ich muss sicher sein, dass es wirklich, ich brauche noch diese letzte Sicherheit, dass ich wirklich sicher bin. Ich habe Angst, dass wenn ich nicht gucke, ich vielleicht doch irgendwas falsch mache. Und ich bin insgesamt auch so ein Typ, ich möchte immer alles 100% richtig machen und ich habe ein Problem damit, irgendwie Fehler zu machen. Und da kann ich nur sagen, pass auf, dass du dich nicht in falscher Sicherheit wiegst, weil es gibt genug Situationen, wo dich deine Augen auch täuschen können. Zum Beispiel einfach, wenn die Lichtverhältnisse ganz schlecht sind. Und da gibt es immer irgendwelche Sachen, wo es vielleicht, wenn es dann mal drauf ankommt, du nicht hingucken kannst und dann in deinem Kopf sich ein Riesenproblem anbahnt. Deswegen also einfach nochmal gucken, ob man das nicht vielleicht abschalten kann mit den Tipps, die ich demnächst dann hier parat habe. Es gibt dann noch Leute, die möchten gerne hingucken, aber schaffen es nicht, weil zum Beispiel die Gitarre zu groß ist. Und das ist wirklich, kommt echt häufig vor. Also gerade kleinere Menschen, die dann irgendwie so eine dicke Western-Gitarre haben mit einer tiefen Zarge, mit einem großen Korpus, hängen dann irgendwie so dahinter und schaffen es kaum halt, den Kopf so darüber zu machen, um wirklich zu sehen, was mit der linken Hand passiert, weil wirklich, wenn man einen neuen Akkord lernt, muss man natürlich hingucken. Ne? Also man braucht nicht von Anfang an alles blind zu lernen. Das wäre natürlich Quatsch. Oder es ist halt, ne, also angenommen, ich bin eine korpulentere Person und dann hat die Gitarre schon einfach auch eine ganz andere Position. Sie ist viel weiter vorne und naja, wenn ich nicht noch einen Giraffenhals habe, dann ist es halt einfach auch wirklich ganz schwer zu schauen, was die Hand macht. Für zwei der Probleme, die ich jetzt angesprochen habe in der ganzen Zeit, habe ich auch schon direkt einen Tipp parat. Das eine ist diese Geschichte mit dem Notenständer. Das ist ja auch immer ganz herrlich, wenn man das so beobachtet. Also man stellt sich so instinktiv den Notenständer genau vor sich. Na klar, ich meine, ich gucke ja auch nach vorne. Aber ich gucke ja gar nicht nach vorne. Ich guck ja eigentlich gerade als Anfänger ganz oft auf meine linke Hand. Mhm. Stell mir aber den Notenständer so quasi wie beim Blockflöte spielen genau vor mich. Da macht das irgendwie auch Sinn, weil ich sehe dann die Noten und kann so in meinem Gesichtsfeld auch so ein bisschen sehen, was meine Finger machen, wenn ich Blockflöte spiele. Aber wenn ich Gitarre spiele und ich bin die ganze Zeit da beschäftigt und habe meinen Kopf sowieso die ganze Zeit in der Richtung, warum nicht einfach den Notenständer da hinstellen und zwar so, dass ich mit einem Blick alles sehen kann. Ich kann meine Leadsheets sehen oder meine Noten und kann im gleichen Gesichtsfeld kann ich sehen, auch was meine Finger machen. Ich muss das nicht genau sehen, was meine Finger machen, aber wenigstens so ungefähr. Und ich bin jedenfalls nicht immer beschäftigt mit links, rechts irgendwie zu gucken. Dann die dritte Spezies, die ich eben meinte mit ich kann nicht rüber gucken, weil es klappt aus verschiedenen Gründen nicht. Ich bin zwar kein klassischer Gitarrist, aber ich kann jedem nochmal empfehlen, diese typische klassische Gitarrenhaltung. Nämlich auch ruhig hier dann richtig mit Fußbank. Also Fußbank, linker Fuß drauf und die Gitarre kommt zwischen die Beine. Und ich spiele dann einfach so Gitarre, auch wenn es vielleicht nicht so cool aussieht wie meine andere Haltung, bringt es doch ein paar Vorteile. Also einmal, sei es nur genannt, die ganze Schultermuskulatur und so, das ist weitaus gesünder. Auch überhaupt das Sitzen, ich sitze gerade, es ist viel besser. Und dadurch, dass ich den Hals also auch viel, viel stärker zu mir angewinkelt habe, ist der Abstand, ne, von meinen Augen zu meiner Hand ist auch viel geringer. Und das Beste ist, ne, was ich eben meinte mit Giraffenhals, ich brauche hier keinen Giraffenhals, ich brauche nur einen ganz kleinen Winkel und ich kann trotzdem eigentlich schon alle meine Finger sehen. Und noch so ganz nebenbei, also wenn du vielleicht mal auch im Stehen spielen willst, dann ist das im Prinzip schon fast so, als würde man im Stehen spielen. Kann ich jetzt gerade schlecht vormachen. Also ich sehe die wenigsten, die irgendwie im Stehen so Gitarre spielen, sondern die meisten haben die Gitarre ja so vom Bauch hängen und dann ist es eigentlich eher so. Ne? Und da ist der Schritt viel kürzer.
Jetzt zu dem Ausblick, also um das, worum es jetzt eigentlich wirklich gehen soll, weil die Probleme haben wir jetzt, glaube ich, besprochen und womöglich auch erkannt. Also ich kann Akkorde, ich brauche, wenn ich Akkorde greife oder wechsle, ich muss da nicht immer hingucken, sondern ich kann das auch fühlen, tasten mit den Fingern. Jede Saite hat eine ganz, ganz bestimmte Stärke oder auch eine bestimmte Beschaffenheit. Ne? Also zum Beispiel die untersten drei Saiten, die drei hellen Saiten sind glatt und die darüber sind alle schon mal umwickelt oder rau. Ne? Und da sind ganz viele Sachen, wo ich das genau fühlen kann. Oder meine Gitarre hat ja hier auch Bundstäbchen und ich kann auch, wenn ich einen Akkord wechsle, kann ich auch fühlen, wo Bundstäbchen sind. Ne? Und ich kann fühlen, wo unten eine Saite ist und ich kann mit, ne? Oder von oben. Also da gibt's so ein paar Tricks, die ich dir beim nächsten Mal dann gerne mal näher bringen würde, was das auf jeden Fall dann schon mal sehr beschleunigt, die Akkorde richtig schnell und vor allen Dingen ohne hingucken zu greifen. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, das ist auch noch mal so ein Kapitel für sich. Immer wenn ich einen Akkord lerne, dann versuche ich mir sozusagen vor meinem inneren Auge ein Bild zu machen, also wie so ein Foto. Ja? Ich greife jetzt zum Beispiel ein A und mache einfach so Klick und dann habe ich das immer vor meinem inneren Auge gespeichert. Also ich kann genau sehen, aha, da ist das Griffbrett, aha, da sind meine Bünde und jetzt lege ich meine Finger da drauf und ich habe genau so ein ganz klares Bild, wie das aussieht. Ja? Und das kann man trainieren, das kann man halt für einzelne Akkorde trainieren. Das kann man aber auch für Akkordwechsel trainieren. Also wo ich dann genau weiß, okay, ich habe jetzt hier mein A und jetzt, wie komme ich denn jetzt zu D oder E und so. Und ich kann genau vor meinem geistigen Auge verfolgen, wie das stattzufinden hat. Und wenn man das noch weiter spinnt, kann man das eigentlich auch für ganze Songs machen. Also ich habe das manchmal, wenn ich irgendwie vom Auftritt oder so und ich kann irgendwie nicht einschlafen, dann liege ich im Bett und kann eigentlich ganze Songs vor meinem inneren Auge verfolgen und sehe genau, was machen meine Finger und höre dazu halt auch noch die Töne. Und dann ist es auch ganz interessant, immer wenn ich dann an Stellen komme, wo jetzt, ich sag mal, der Empfang ein bisschen schlechter wird und das Bild so ein bisschen dunkler, dann weiß ich, ah ja, alles klar, okay, das ist die Stelle, die habe ich noch nicht richtig drauf, weil die sehe ich noch nicht vor meinem geistigen Auge. Und das ist halt auch eine ganz wichtige Technik, um richtig gut mal Gitarre zu spielen. Es ist keine Sache, die von heute auf morgen geht, aber wenn man das versucht, über einen längeren Zeitraum mal zu trainieren, dann kann das der absolute Turbo werden bei deinem Gitarrenspiel. Ja, und genau, das war heute ein bisschen viel erzählen. Es ist aber wichtig, einfach auch so ein bisschen dich zu sensibilisieren, wo vielleicht erstmal da Probleme liegen könnten. Und genau, in den nächsten beiden Folgen gehen wir es ganz praktisch an. Ja, wie immer hoffe ich, dass du jetzt schon mal so ein bisschen nachdenken konntest. Es waren schon ein paar Tipps dabei, die kannst du vielleicht schon mal ausprobieren, in dein Gitarrenspiel zu integrieren. Und genau, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!